Willkommen zurück zu Monster Hunter 3 Ultimate. Diesmal wieder mit mir auf dem Bildschirm und ja, heute erledigen wir Stahluragan. Jo. Bei der Mission Ass im Ärmel. Das ist übrigens eine 7-Sterne-Quest, die wir selber noch nicht gemacht haben. Das wird schwierig für uns. Unser Klient ist ein gerissener Socker. Details, ich habe einen Typ für eine todsichere Wette erhalten. Ich brauche dafür Teile eines Stahluragan als Trumpf. Jemand muss zum Vulkan und einen erledigen. Meine Ersparnisse hängen davon ab. Geht klar. Erlegen. Das ist den ersten Part, den wir im neuen Jahr aufnehmen. Yay. Das wird ein tolles Jahr 2015 für diesen Kanal, bin ich mir sicher. Auf in die Schlacht. Hast du Leos mit? Nein. Na gut, habe ich 10 Stück mit, man kann auch 2 erwischen. Na dann. Oh, yay. Läuft. Ja, ich habe vorhin mal Feuerwehr genommen. Ich weiß nicht genau, ob der ein Feuermonster ist. Was ich meine, da keine. Ich habe da ohnehin noch nicht richtig durchgeblickt, ob, selbst wenn jetzt hier ein Monster von Typ Feuer ist, ob das jetzt hier jeder Angriff von denen dann Feuerschaden verursacht oder ob nur Feuerangriffe Feuerschaden verursacht. Also ob Angriffe einen Typ haben. Das frage ich mich. Ich glaube, ey. Aber, naja. Da ist er. Ich habe ihn gefunden. Ich greife ihn an. Gefunden. Aua. Er hat mich voll gefurzt, glaube ich. Oh je. Ja. Und zieht ganz schön was ab. Wenn man jetzt einmal zugeht. Ich bin bereit. Warte, hat er ja, vielleicht hat er tatsächlich Feuer angefangen. Ich habe vorher über Feuerwehr genommen. Nein, wurde überrollt, also. Ja, wie gesagt, vielleicht ist auch ein Feuerangriff. Egal, damit kommen wir nie klar. Okay, den Uragan haben wir ja schon erledigt. Wir gehen ja zum normalen Uragan. Ist der hier auf purem Stahl? Ja, nee, er glitzert, glaube ich, ein bisschen mehr. Und sein Kinn ist rot. Außerdem hat er auf jeden Fall mehr Farbe. Also, und sieht stahliger aus. Ja. Besteht aus hochwertigeren Materialien, wie es aussieht. Deswegen denke ich mal, dass man da auch mehr Sachen, also andere Sachen rausbekommt, wenn man ihn da abhackt. Also seinen Rücken abhackt. Jetzt kommt das Stück aus Stahl erhalten. Oh yeah. Aber aber stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das müssen wir uns erstmal vergewissern. Wow, suck ihn ab. Aber er kann auch diese Bomben legen, die auch diese andere Monster kann. Uragan. Genau. Lava-Bomben. Ja, Lava-Bomben, genau. Die sind aber nicht schaffen, nur so ein Vulkan. Also ich soll ein bisschen auf die aufpassen. Oh je. Ja, dieser Rollattack ist halt ziemlich viel abzuziehen. Ich habe keine Ahnung wie viel, aber Tommy hat gesagt, dass ich viel abzieht. Jupp, so ungefähr ein Viertel meiner Leben hat abgezogen. Ja, bald ist ja Pause mit dem Let's Play und. Ein paar Monster werden noch kommen. Ja, ungefähr 4, glaube ich. Ich glaube, ich bin tot. Muss ich nochmal vergewissern, wie viele noch kommen. Und dann geht's los mit mit Super Smash Bros. For Wii U. Und wer war's? Geht auf den Kloppe. Genau. Dreh dich. Hau ab, hau ab, hau ab. Wieso verpflicht er sich nicht in die Lava? Apropos Domi, jetzt muss ich dich jetzt fragen, auch wenn es eigentlich nicht ins des Players gehört. Was ist eigentlich mit unserem, du weißt schon, was Kaktus LP für uns machen wollte? Ich weiß es nicht. Es sind Ferien, die sehe ich nicht. Und wann wollte er das, du weißt schon, machen? Ich frage ihn mal. Ich kann ihn ja über WhatsApp schreiben. Okay. Aber nicht jetzt. Oh, warte, dann lege ich kurz mein Handy weg. Ja, dass man den Schrei von denen nicht abhaken kann, ist glaube ich klar. Wieso? Yay, das mit knapp verfehlt ist gut für mich. Schlecht für ihn. Scheiße. Ich stinke. Er hat mich voll gefurzt. Das ist ekelig. Jo. Erstmal ein Leo nehmen. Was hört ihr davon? Oh, da hat mir auch ein Gebiet raus. Nein, ich brauche kein Leo. Naja. Braucht er eins. Mein Gott, also jetzt allzu schwer ist er jetzt nicht. Ich weiß die schon eine Menge ab. Aber wie soll ich sagen, er trifft halt nicht oft. Zumindest ist das nicht mich, also. Er trifft mich häufig dafür, also. Ich wurde einmal gerade voll geforscht, dachte mir. Danke, das brauche ich gar nicht. Das ist sehr schlecht. Ja, aber hoffentlich ist der. Nein. Ist der überhaupt was? Ich weiß es nicht.
Ich meine nicht. Ja, aber übrigens, Silber ist beide noch ein bisschen erkältet, also. Ja, kann aber nicht wundern. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich wollte ihn eigentlich, Oh, der ist verwirrt. Bald. Yay. Einfach heißt auch, wenn man ihn von der Seite trifft. Ja, dann muss er hingucken. Wenn er ein großes Sichtfeld hat, ist es gut. Er trifft. Irgendwie habe ich Probleme bei denen, die Reichweite einzuschätzen, ob ich es treffe oder nicht. Weil das Schwein ist so weit oben. Ja, aber weiß ich, manchmal treffe ich meine Waffe und manchmal nicht. Man muss sagen, dass ein Schwein einfach die empfindlichste Stelle von ihm ist. Also, dass man da irgendwie am besten angreifen kann. Achtung! Oh, ich oh je. Komm zu mir. Ich kann keinen Trank einsetzen und ich bin halb tot. Also. Wo bist du? Hier! Oh verdammt. Komm. Ich beeil dich. Er fängt jeden Moment an zu rollen. Geh da durch. Oh. Danke. Jetzt hast du eine Menge Zeit verspart und vielleicht sogar ein Leben. Ich hab die Lernkurve reingesetzt, aber. Danke. Hat mich jemand erwischt. Ach du. Er furzt nochmal, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Vielleicht setzt er irgendwelche Mineralien frei. Oder er muss einfach mal auf dem Klo. Nee, diese Attacke passt irgendwie gar nicht zu dem Monster, also könnt ihr bitte sagen, was er da genau macht? Also ich glaube, der furzt. Ja, also klar ist, denke ich mal, dass das Gestank ist. Ey, und vielleicht können wir deswegen auch keine Items einsetzen, weil wir keinen Appetit haben. Das wäre doch eine Erklärung. Ich meine, im Notfall würde ich zumindest, auch wenn mir gerade der Appetit verdorben ist, trotzdem meine Heiltränke trinken, aber... Auch wenn die nach Scheiße schlichen? Ja, im Notfall, wenn es um mein Leben geht, aber naja, das ist eben Monster Hunter Logik. Ich überlege gerade, ob ich jetzt ein gebratenes Steak einsetzen soll. Also lieber warten, bis der weg ist. Oh alles hier hat so gestanden. Das könnte auch Metall sein, was so stinkt. Na, Schimmel vielleicht? Mit Metall schimmelt nicht. Ach ja. Nein, das ist so ein... Rost! Nein. Nein. Vielleicht ist das eine Verbindung von zwei Metallen stinkt. Ja. Vielleicht hat es immer mit Chemie zu tun. Oh, wir haben ihn umgeworfen. Das ist schwierig bei diesem Riesentypen da. Und... Ja, er besteht ja auch Stahl. Also ich... Ja. Ich würde mich ja sicherer fühlen, wenn ich einen Panzer hätte. Ja. Was ist eigentlich dieses Grüne, was gleich mal auftaucht? Ja, das ist der Gestank. Nee, das ist dieses, Gestank. Nee, das meine ich nicht. Ich meine, das ganz Grüne. Oh, nicht schon wieder. Kannst du bitte mal... Geh durch. Danke. Der hat dich schon wieder... Oh, schon wieder? Warum das? Weiß ich nicht. Ja, jetzt könnte man zumindest den Rücken abbauen. Was natürlich, glaube ich, keinen Schaden macht. Aber machen wir... Vielleicht was Besonderes, vielleicht Rüststeine häufiger oder so. Ja, so habe ich es mal bei Normalorangang gesagt. Achtung, der Furz. Bei dir ist Monster, wenn man das ein paar Mal erledigt, dann hat man für das Leben lang, was Rohstoffpunkte betrifft, ausgesorgt. Ja. Und zwar aus seinen Rücken kann man Lavaklumpen war es, glaube ich, ne? Ja. Abbauen und Lavaklumpen geben pro Stück 1500 Punkte. Und wenn er einmal auf dem Rücken liegt, kann man schon bis zu 3 bis 4 Lavaklumpen abbauen. Dann kriegen wir nochmal schon am Ende der Quest welche, glaube ich. Ja, das funktioniert sogar schon beim normalen Monster. Man muss jetzt nicht unbedingt CG rauszumachen. Also versucht einfach mal einen Uragan zu machen, legt ihn auf den Rücken und baut mit einer Spitzhacke Lavaklumpen ab. Die sind saufende Rohstoffpunkte wert. Ja, das ist tatsächlich eine gute Idee. Boah, der trifft mich immer. Oh je. Er hat mich im Blick. Nein! Uah! Der ist schlecht im Zielen, das muss man mal zugeben. Oder? Okay, ja. Außerdem guckt er mich dann an. Das ist kein Boot. Oh verdammt, ich habe eine gute Waffenschärfe. Der fängt schon mal an. Was zur Hölle? Habt ihr das gesehen? Ja, ich glaube, der müsste mal ein bisschen. Oh verdammt, ey. Ich kann jetzt einfach nur so angreifen, weil der Lust ist zu stark, hätte ich es nicht. Egal. Der ist gerade im Mondmodus rein. Sieht irgendwie so aus, ob er Hälfte in der Falle ist, Hälfte rausgezogen. Wasser macht, soweit ich weiß, auch noch außerhalb der Rüstung ein bisschen Schaden. Hast du ja mal gesagt.
Ja. Das Wasserwaffen. Ich trinke die Rüstungsteile. Ja, aber nicht vollständig, oder? Also die machen dann so eine Art extra Schaden. Gut. Oder sorgen dafür, dass die Rüstung schneller kaputt geht. Wie jetzt? Ja, wenn die Rüstung von unten angegriffen wird. Jetzt vielleicht auch noch mal eine Camp-Kombo nutzen. Ja, jetzt kann ich die doch noch nutzen. Muss ich nur an seine Füße gehen? Ein bisschen raufhauen. Ja. Arme Vieh. Oh, jetzt ist der war zu stark gesucht, meine Waffenschärfe. Ich ziehe mich kurz zurück. Na klar, mach das. Er wird mich wohl nicht töten. Nee, der ist aus Sabal. Ich sag so, ich bin tot. Wenn der Uragan wenig Ausdauer hat, ist er. Wow! Ungefährlich, fast. Fast. Tatsächlich nehmen wir jetzt noch eine Explosion. Ah, fast ungefährlich. Oh, er liegt schon wieder. Oh, sorry, Kaschamba. Oh, boah. Ich habe gerade versucht, noch durch über den durchzuspringen, also zu rollen. Also als er diesen Sprung vor der Rolle gemacht hat, wollte ich durch den durchrollen, hat aber doch nicht geklappt. Also, ich habe einen Uragan-Problem bekommen. Yay, wo, wie, wo ist der? Der lag also, da, hat geglitzert. Dann muss er mir auch was Bizarres liegen, ja, oder? Ob es auch ein Uragan-Rubin wird? Oh bitte. Naja. Uragan Cortex, nicht halb so. Egal. Ja, ich hab ihn geblendet. Sorry. Oh. Egal. Was für Waffen wolltest du fliegen lernen? Wann? Hat der Uragan mir gesagt. Oh Mist. Er kann reden. Boss. Oh. Oh, er verdreht sich. Ah, nee, ich glaube, er fliegt nicht, oder? Ja. Ich stinke. Er kommt gleich. Nein, nicht diese Art von Kommen. Ich meine, da kommt er. Da. Sieht das nicht episch aus? Oh mein Gott, der ist schneller als man denkt. Da. Wow, super Sprung. Oh, und dann schon wieder. Oh, ich bin auch zu den durch, also auf den Zug gerannt, ey. Naja. Ich habe ihn nochmal mit dem Vater getroffen. Naja. Ultra-Kombo des Todes. Er dreht sich. Aber ich glaube, wir schlagen uns ganz gut. Ja. Aber er ist ganz schön schnell dafür, dass er so viel wiegt. Ja. Huah, ausgewichen und zu ihm hingekommen. Jetzt kann ich erstmal schon ein paar Schläge sichern. Weißt du, wieso ich eigentlich sogar kein Plan habe? Oh, was? Was wir nach Saldas Fire Adventure displayen. Nein, ich hab schon eine Überlegung, ich glaub, aber. Der Hund oder? Naja. Egal. Tut jetzt noch nicht zur Sache. Da ist nicht lang, oder? Ich guck mal auf die Karte. Doch, da geht's lang. Naja. Es soll kein Monstergang. Ohne Monster lang können. Ich glaube, kein Gang wäre groß genug für den. Ja, vielleicht sollten wir das nochmal eine Schockfalle einsetzen. Ach. Obwohl, nein, der ist noch am Sabbat. Er hat mich mitten in der Lava reingehauen. Da bekomme ich mit zu beenden. Das fängt am Brennen. Ich habe noch ein bisschen das Time-Wolf Warriors Angriffsprinzip im Kopf. Boah, da. Entscheide dich mal. Weil ich drücke immer um zu rennen B. Anstatt R. Und da rollt man ja. Aber die Kameraperspektive ist genau die gleiche wie in Hyrule Warriors. Ich habe ihn gerade wieder geblendet. Sogar die Karte ist oben rechts. Beziehungsweise nicht abstellt. Also es ist dann auch immer noch das Gleiche. Okay. Naja, habe ich deswegen auch so ein Problem mit der Reichweite. Ja, kann sein. Weil man da ja ein bestimmtes Ziel treffen muss und den Hyrule Warriors eigentlich meistens nur Massen angreift. In Hyrule Warriors steckt übrigens mehr Strategie, als es aussieht. Ja, falsche Strategie, verloren. Ja, ist aber so. Der Hund auf jeden Fall. Man muss auch perfekt abschätzen, wenn man Basen erobert und so. Und das ist jetzt. Oder man sollte aufpassen, dass man eigenes Hauptquartier nicht fällt. Nur auf Angriff geht nicht. Ja. Hauptquartier ist wichtig. Aber darum geht es eigentlich auch nicht. Wir sind hier uns. Wir haben hier kein Hauptquartier. Also. Naja, doch, aber. Kommen die Monster nicht hin aus irgendwelchem Grund auch immer. Schließlich, weil wenn wir keine Versorgung mehr hätten, dann. Naja, egal. Ich bin so. Aber eine unlogische Sache im Hyrule Warriors muss ich jetzt mal sagen. Und zwar, warum, verdammt nochmal, haben
Orte eine KP-Anzeige? Warum haben Festungen eine KP-Anzeige? Ich weiß es nicht. Also eine Lebenspunkte. Verstehe ich nicht. Warum haben die eine Lebensleiste? Warum nicht? Gegenfrage. Naja, also weil es kein lebendes Wesen ist und dementsprechend auch nicht die Möglichkeit hat zu sterben, weil es ja eben nur ein Ort ist. Und wenn ich eine Bombe draufwerfe? Ja, dann liegt der Ort natürlich kaputt, ne? Aber man merkt keinen Unterschied. Okay, man könnte es sich jetzt so vorstellen, dass wenn eine Festung fällt, dass es um die Leute geht, die da sind, also die Soldaten. Ja. Die sind dann auch dementsprechend weg, aber... Das kommt ja vielleicht die Anzahl der... Vom ja, aber man sieht ja nicht, wie die Soldaten niedergehen. Das ist doch das Komische. Doch, Oh, verdammt. Ja, höchstens die Hauptmänner. Oh, Mist. Aber die normalen verrecken nicht. Wie? Warum können die Gegner dann verrecken? Ja, gute Frage. Das wäre ja übertrieben. Ich bin da immer noch erstaunt, dass die View es schafft, flüssig so viele, ja, Charaktere darzustellen. Was sind da wirklich Hunderte, die man da bekämpft, okay, auf einmal? Die auf einmal geladen werden. Okay, ja, es ist nicht so detailreich, aber trotzdem heftig. Oh nein. Boah! Letzte Sekunde. Meine Powerschläge. Was? Und tot. Das kommt sehr unerwartet. Er hat doch schon gehumpelt. Ja. Und? Mach ein bisschen lauter, damit man den Wasserhahn nicht hört. Und nehmen wir das große Monster aus. Sehr großes Monster übrigens. Na, wir haben größere erledigt. Ja. Shenmuan, ein Beispiel. Oh, der Shenmuan, das war ja noch ein Monster. Einfach mal. Meine Güte, wie viel habe ich hier noch zum Ausnehmen? Ey, du musst mal gucken, wie der aussieht. Du bist schon tatsächlich fertig? Guck mal, geh mal zu seiner Schnauze hin. Wie der aussieht. Okay. Da, wo der Mund jetzt hinkommt. Ach du meine Güte, da ist ein Mund über dem Kinn? Ja. Jo, also schön zu wissen. Das Kinn ist eigentlich nur ein Schutz. Okay. Anscheinend. Ich weiß es nicht, aber... Das sieht lustig aus. Ja, definitiv. Der Todesstoß. Oh, krieg ich mein Amulett mit Schärfe? Nein. Wir haben Ora-Vampalion bekommen. Ah, Mann, was gibt's eigentlich für wertvolle Sachen, ey? Palio, Rubi, das ist, glaube ich, die wertvollste Dinge, die man davon bekommt. Ich weiß nicht. Okay, es ist wahrscheinlich auch eine Platte oder so, aber trotzdem. An die da habe ich gerade eine extreme Glücksträhne. Oder ich weiß nicht warum. Ich habe sogar ein seltenes Skarabäus bekommen. Ach, die sind nicht so selten. Warum steht dann selten im Namen? Weil wahrscheinlich selten im Normal, also in den normalen Quests sind, nicht Heirat oder so. Aber ich habe eine Menge davon. Vielleicht brauchen wir auch sogar, um irgendwas zu kombinieren. Okay. Oder so. Dann beenden wir mal den Part. Ja. Also dann bis zum nächsten Part von Monster Hunter 4 Ultimate. Und ein nächstes Monster. Ja. Auf dem Boden liegt. Genau.